Auch am Freitagnachmittag suchte die Polizei noch nach dem Verursacher eines Unfalls, der sich am Morgen auf der Bundesstraße 80 zwischen Hannmünden und Hedemünden ereignet hatte. Der etwa 40 Jahre alte Mann war mit seinem PKW auf ein Auto aus Jena geprallt, das vor ihm nach links abbiegen wollte. Dieses stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Eine 66-jährige Frau wurde schwer, ein 56-jähriger Mann leicht verletzt. Der Verursacher flüchtete nach Polizeiangaben kurz nach dem Unfall zu Fuß. Im Einsatz waren neben der Polizei drei Feuerwehren, mehrere Krankenwagen und ein Rettungshubschrauber. Die Bundesstraße war für über 2 Stunden gesperrt.